Ja, hallihallo, moin moin und was willst du denn? Ich will gerade anmoderieren. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich bin kein Schweinebraten. Ich habe zwar einen sehr kräftigen Popo, aber das ist kein Schweinebraten. Hallo, Freunde. Wir sind hier bei Tomb Raider Anniversary und wir spielen weiter. Die Grafikeinstellungen wurden komischerweise resettet, weil Steam sich gesagt hat, machen wir mal. Und dann habe ich gesagt, ja, mach doch mal. Ich hoffe mal, das hat sich jetzt einigermaßen... Also ich hoffe mal, das ist so wie vorher. Ich weiß das jetzt nicht mehr. Ist auch egal. Solange sich der Sound nicht verstellt hat, weil das wäre nervig. Den müsste ich wieder rumjustieren. Naja, wie dem auch sei, ich habe lange nicht mehr aufgenommen. Aber das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht. Ist nicht so, dass ich das jemals gekonnt habe, aber ein bisschen konnte ich es ja schon. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier jetzt zurück muss. Ich glaube doch. Ups. Ist auch mal so gefährlich hier. Nee, nee. So, muss ich jetzt rückwärts? Ich sehe ja nichts. Ich sehe ja nichts. Wetten, ich stürze jetzt in den Tod. Na gut, die Wette habe ich verloren. Aber das ist auch nicht unbedingt eine Wette, die ich gewinnen wollte. Wie dem auch sei, das war ja mal ein grandioser Anfang. Ups. Ja, herrlich, da fängt das doch schon mal richtig gut an. Das kannst du ja eigentlich niemandem zumuten. Oh Mann, sind die dick, Mann. Und damit meine ich jetzt nicht Laras, oh Gott, ich sollte mit diesen sexistischen Kommentaren aufhören. Aber dieses Spiel ist geradezu prädestiniert dafür, dass man die gute Lara Croft die ganze Zeit auf ihre Geschlechtsteile reduziert. Ich bin aber davon überzeugt, dass sie auch ganz intelligent ist. Die hat bestimmt... studiert, Archäologie, die hat nicht nur in ihrem Trainingsraum trainiert, die hat auch so ein bisschen Ahnung von irgendwelchen Artefakten, die weiß, was sie tut. Die ist bestimmt bei Indiana Jones in die Lehre gegangen, der war ja auch Professor für ganz viel Kram, soweit ich das noch weiß, der hat ja auch gelehrt. Ich wollte ja auch mal eine Zeit lang, so als ich 12 war, Archäologe werden, ist leider nichts draus geworden, ich weiß auch gar nicht, woran es lag. Ich habe alles dafür gegeben, aber irgendwie hat es nicht sollen sein. Zum einen fehlt mir da schon mal das Abitur, um das Ganze zu studieren. Ne? Ich habe nur die Fachhochschulreife. Und an einer FH kann man das, soweit ich weiß, nicht studieren. Nicht, dass ich das auch wollen würde, weil ich wüsste auch gar nichts mit diesem Beruf anzufangen. Ich glaube kaum, dass ich durch irgendwelche Katakomben streifen würde. Da würde mir auch die Kondition zu fehlen. Und irgendwie das zu lehren, ich und Lehrer, ich weiß ja nicht... Mir wurde zwar schon des Öfteren attestiert, dass ich ja wohl einen wunderbaren Lehrer abgeben würde. Das halte ich aber immer noch für ein Gerücht. Ach, guck mal an. Hier kann ich hoch. Na, siehst du mal. Da muss ich bestimmt auch hin. Daran jetzt. Aha. Aha. Aha, aha. I like it. Ah, I see. I see. Und dann wird das nach unten gebamst und dann kann ich auf die andere Seite. Ja, Mensch. Das ist ja prima. Da kriege ich ja Plack auf den Zehen, wenn ich das jetzt schon wieder sehe, was ich da wieder verkackt habe. Naja. Oh Mann, Lara. Da unten ist doch nichts. Das ist doch nur eine dunkle, böse Grube. Oh, wie viele blaue Flecken ich auch mittlerweile schon haben muss. Also auf einem Laufsteg würde ich jetzt eventuell nicht mehr unbedingt was reißen. Heidi Klum wäre wahrscheinlich nicht unbedingt begeistert von meinen äußeren Blessuren, die ich davon getragen habe. Oh. Na, ehrlich. Oh Mann, ich stelle mich auch selten dämlich an, oder? Na, das macht überhaupt nichts. Ich stelle mich daran überhaupt nicht. Wir haben ja Zeit. Ist alles gut. Oh. Ist ja auch so ein bisschen wichtig, dass ich hier mal ein bisschen Drama zeige in diesem Spiel, ne? Würde auch Bruce Danell sicherlich gut heißen. Was macht der eigentlich jetzt? Lebt der noch? Ist der tot? Oder ist der immer noch in irgendwelchen Juries aktiv? Juries. In irgendwelchen... Hier, Juries. Hier, wie heißt denn das auf Deutsch? Hier, ja, das ist, glaube ich, so ein englisch-deutscher Begriff, könnte man sagen. Ist ja auch egal. So. Auf jeden Fall habe ich von dem lange nichts mehr gehört. Nicht, dass ich es vermisse. Sein gebrochenes Deutsch... seine animalische Ausstrahlung, sein durchaus attraktives Ansehen, Ansehen auch. Boah, ich kann nicht mehr reden. Ich sollte aufhören zu Let's Playen, wenn ich so lange nicht mehr aufgenommen habe, dann wird das nix. Dann rede ich nur noch Bullshit. Oh Mann, diese ganzen Bilder von... Hui! Oh Mann. Ob sie dabei wohl Spaß hat? Ich weiß es nicht. Was mache ich da? Ach Gott, Mimmel!
Ey. Nein. Du dummes Ding. Oh, nee. Leck mich am Hodensack. Was soll denn das? Nee, von Lara muss ich mich nicht unbedingt lecken lassen. Das will ich nicht. Hat die eigentlich auch einen Freund oder ist die noch zu haben? Ich glaube, die ist noch zu haben, ne? Ihr Beruf verlangt natürlich vollste Konzentration. Da kann sie sich natürlich so einen Boyfriend nicht leisten. Das geht natürlich nicht. Ob sie wohl auch ein Justin Bieber-Fan ist? Habt ihr gehört? Da gab es ja total die krasse Geschichte mit Justin Bieber. Und zwar war der wohl im Berlin irgendwie und da ist wohl so ein Anne-Frank-Museum. Keine Ahnung, ich weiß, war da noch nie. Anne Frank sollte man eigentlich kennen, die ist relativ bekannt. Da gibt es auch dieses Tagebuch und bla und hast du nicht gesehen und schon wieder mich tot. Was soll denn das? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gibt es da wohl in diesem Museum oder was, das war so ein Gästebuch. Und da hat der Justin Bieber, das ist jetzt nicht der originale Wortlaut, aber er hat ungefähr geschrieben sowas nach dem Motto, Mensch, die Anne Frank, die war ja schon eine dufte Person. Ich glaube, oder beziehungsweise ich hoffe, wenn sie noch gelebt hätte, wäre sie auch ein Bieber-Fan gewesen. So, und ganz ehrlich, ist der eigentlich total, ist der eigentlich total dumm? Sowas schreibst du doch nicht. Sowas schreibst du doch nicht bei so einer Person ins Gästebuch rein. Das kannst du doch nicht machen. Also ich glaube kaum, dass die Anne Frank ein Justin Bieber-Fan geworden wäre. Erstmal war es eine ganz andere Zeit, auf so eine Musik hätte sie gar nicht gestanden. Zweitens hatte sie ganz andere Sorgen. In einem von Deutschen besetzten Land, das Judenhass propagiert hat. Und sie war eine Jüdin. Und naja, ich habe Kuh gedrückt. Ich habe Kuh gedrückt. Boah, ey, da pfeift auch gleich eine Kuh durchs letzte Loch, wenn das hier so weitergeht. Weiß auch nicht, was das jetzt für ein Spruch war. Das habe ich jetzt erfunden. Das wird jetzt ganz bekannt und jeder wird es verwenden für Versagen. Ich nehme schon 7 Minuten auf. Ist das die... Das gibt's doch nicht. Ich nehme schon 7 Minuten auf. Wie die Zeit vergeht. Naja, und da gab es auch irgendwie noch eine Story mit Justin Bieber. Da wurde doch irgendwie... Hat der einen Affen als Haustier? Ich habe das nur nebenbei bei Twitter mitbekommen. Ich habe das nicht richtig gelesen. Ja, Kuh, genau. So, jetzt geht er doch. Wie mache ich das jetzt? Ja, da komme ich doch gar nicht ran. Was soll denn das? So, jetzt bin ich dran. Und nu? Soll ich dagegen stoßen oder was? Ja, super. Wie laufe ich nochmal hoch da? Man kann doch auch irgendwie hochklettern. Wie geht das nochmal? Ja, erzähl mir das mal jemand. Oh, nein, doch. Wie kann ich denn die Steuerung... Hä? Was machst du denn da? Du sollst da nicht abhängen, Mädel. Ja. Wir bringen das Ding ein bisschen zum Kreisen, aber irgendwie hilft das nicht. Ich muss da hochklettern, aber ich weiß nicht wie. Du sollst da hochklettern, Vibe. Oh, Steuerung. Oh, mein Gott. Was? Ducken, haken, interagieren, manuelles Greifen, leck mich am Arsch. Ja, das steht natürlich nicht drin. Das ist natürlich doof. Dann lassen wir uns mal fallen, ne? Ja, warum sie jetzt gestorben ist, weiß ich selber nicht so genau. So hoch war das Ganze nun auch nicht. Na, auf jeden Fall hatte der einen Affen, der Justin Bieber, um jetzt nicht den Faden zu verlieren. Und irgendwie wurde der vom Zoll wohl einbehalten. Und das fand der Justin Bieber voll doof. Und da gab es wohl eine Gruppierung von diesen ganzen Beliebern. So nennen sich nämlich die, oder wie nennen die sich nochmal? Belieber, glaube ich. Ist auch egal. Gab es denn bei Twitter so eine Fraktion, die sich dann bei ihm entschuldigt hat dafür, dass der Affe vom Zoll einkassiert wurde? Ich finde sowieso, ein Affe sollte eigentlich nicht als Haustier gehalten werden. Die eignen sich eigentlich nicht so als Haustiere, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Nicht, dass ich einen Affen habe, aber beziehungsweise jemals Erfahrung mit Affen als Haustier gehabt habe. So, wie komme ich denn da jetzt? So. Und nu? Was mache ich denn jetzt? Muss ich da was kaputt schießen? Ach, ich muss das kaputt schießen, wetten. Ach Mann, ich bin auch ein Trottel. Ja komm, stirb doch. Warum ist sie da jetzt nicht gestorben, frage ich mich gerade. Weil das war doch viel höher als eben. Das ist doch, das macht doch gar keinen Sinn. Was hat die eigentlich für Knochen? Die hat wahrscheinlich in ihrer Kindheit ganz viel Milch getrunken. Deswegen ist die auch so... ist die auch so. Oder allgemein viele Eiweißprodukte verspeist. Vielleicht auch ganz viele Fruchtzwerge. Habe ich als Kind ja auch gerne gegessen. Fruchtzwerge.
Habe ich lange nicht mehr gegessen. Ich weiß gar nicht, die gibt es bestimmt noch. Also, ich meine, so eine Speise wird niemals aussterben. Da gibt es ja auch viele Nachmachen und so. Ich rede jetzt von den originalen Fruchtzwergen. Und im Sommer haben wir dann gerne da so diese Stäbe reingesteckt und dann hat man dann Eis draus gehabt. Das war auch immer sehr delikat. Ich bin gerade zu blöd zum Wasser holen. Herrgott im Himmel nochmal, das ist peinlich. Ich werde das jetzt trotzdem hochladen. Das ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt hier unzensiert und ungeschnitten sind, meine Let's Plays. Ich werde jetzt hier... Ihr müsst da jetzt durch, genauso wie ich da durch muss. Das ist so. Da bin ich auch ganz knallhart. Also ein richtig professioneller Let's Player wird jetzt vielleicht so einen Schnitt reinmachen, bis er es mal geschafft hat. Aber pff, warum sollte ich das denn tun? Über die Hälfte der Zuschauer, auch wenn es nur wenig sind, maximal mal 100, die mir zugucken, bin ich ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und schon haben wir das Rätsels Lösung. Holla die... Oh. Eieiei, da machen wir ganz schön rumsi-bumsi, du. So, jetzt will ich natürlich nochmal gucken, was da hinten ist. Jetzt will ich nochmal gucken, was da hinten ist. Das muss ich jetzt noch wissen. Nein, du dumme... Frau. Sie ist der Grund, warum damals Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Sie alleine. Sie ist damals in Form der Schlange aufgetreten und hat... War das eigentlich der Adam oder die Eva? Ich glaube, die sündige Frau. In der Bibel ist ja die Frau immer die Sündige, die Verruchte, die Schuldige, die Hure. Ich glaube, Eva hat dann vom verbotenen Baum genascht. Die wurde von der Schlange verführt. Ein Mann würde sowas ja nicht tun. Das ist ja auch durchaus richtig, was in der Bibel steht. Ach ja, jetzt habe ich das vergessen. Jetzt muss das ja nochmal gemacht werden. Komme ich wieder zurück? Das ist so awesome. Ich komme mit der Steuerung gerade nicht klar. Ich komme ich komme mit gar nichts mehr klar. Ich gebe auf. Ich spiele nur noch Pokémon ab sofort. Das ist ein Spiel, das kann ich. Das Lustige ist, ich kann, glaube ich, wirklich tatsächlich wahrhaftig noch so ziemlich die Hälfte der 150 ersten Pokémons auswendig. Das muss man sich mal vorstellen. In der Schule, wenn man dann mal was lernen sollte, hat man sich immer total doof angestellt, hat den ganzen Kram nicht behalten können. Aber die Pokémon, die 150, die konnte ich damals auswendig, ohne Probleme. Ist das nicht lustig? So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann push mal the button. Ah, und dann nur noch die letzte Tür, weil jetzt dadurch, dass wahrscheinlich das Ding da unten zerstört wurde, kann ich das eine verschieben, schätze ich mal. Und dann kann ich auf die andere Seite. Die müsste aber rechts sein, ne? Ja, müsste rechts. Ja, ist rechts. Ist definitiv rechts. Gut. Das werden wir auch noch machen. Ich mach mal jetzt hier so ein bisschen länger, werde ich mal wieder aufnehmen. Dann kann ich mir das zurechtschnippeln und habe ich mal wieder ein bisschen was. Ich habe nämlich ausnahmsweise mal so ein bisschen Zeit heute. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Eigentlich nicht. Das ist eine Rechtfertigung jetzt irgendwie. Aber statt zu lernen, habe ich mir gedacht, machst du heute mal einen freien Tag und wirst einfach mal Let's Playen den Tag über. Einfach mal so ein bisschen wieder Entspannung reinbringen in die ganze Geschichte. Wobei das auch wieder nicht stimmt, weil ich habe jetzt nicht so exzessiv gelernt, dass es wirklich heißen könnte, ich hasse Lernen, ich kann das nicht. Und ich würde mir wahrscheinlich am Ende in den Arsch beißen, wenn ich dadurch, dass ich zu wenig gelernt habe, das Ganze verkacke, weil das würde natürlich bedeuten, dass ich 6 Monate länger in der Ausbildung bin. Das wäre schlecht. Das wäre ganz schlecht, wäre das. Ja, das wäre nicht gut. Aber wollen wir mal nicht vom Schlimmsten ausgehen. Ich bin auch der Meinung, dass man es schaffen kann. Vielleicht nicht mit dem besten Ergebnis, aber auch jetzt, so aus dem Stegreif, würde ich wahrscheinlich die Prüfung auch bestehen. Würde natürlich jetzt nicht das grandioseste Ergebnis schlechthin sein. Ich meine, das ist ja der ganze Stoff der letzten 3 Jahre. Das ist natürlich relativ viel. Das muss man natürlich auch sehen. Oh, ich weiß nicht. Warum bist du denn da jetzt runtergefallen? Was ist denn da unten so Spannendes, dass du andauernd da runter willst? Ich glaube, die hat Bock, mich zur Weißglut zu bringen. Und das liegt wahrscheinlich an den zahlreichen sexistischen Kommentaren, die ich schon vor mir gelassen habe. Aber da kann ich auch nichts für. Wenn ich jetzt hier einen Mann spielen würde... Oh nee, ich muss das noch weiterschieben. Na super. Dann machen wir das mal so. Echt, also 14 Minuten. Das ist der erste Part wahrscheinlich jetzt hier, den ihr sehen werdet. Und der ist so grandios schlecht. Das ist wahrscheinlich der schlechteste Part, den ich jemals in meiner ganzen Laufbahn aufgenommen habe. Ist ganz furchtbar. Und ich habe mich gestern gefragt, hat Nordkorea jetzt eigentlich mal eine Atombombe losgeschickt? Die haben ja irgendwie geografisch nicht so viel drauf. Da gab es doch die Geschichte, dass sie nicht wussten, wo... Ich weiß selber nicht mehr, welcher Ort das war. Auf jeden Fall irgendein Ort in Amerika. Da haben sie so ein bisschen auf der Landkarte, die sie gezeigt haben, sich ein bisschen verguckt. Das stimmte so nicht. So, Kontrollpunkt. Ich danke Gott dafür.